ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Mystica TV, einem neuen Filmgespräch. Natürlich wieder über einen Film, der sich mit einem ganzheitlichen Thema beschäftigt. Nämlich hier geht es um Heilung, Gebetsheilung, verschiedene Formen der Heilung im Alpenzellerland. Der Film heißt Zwischenwelten und ich spreche mit dem Regisseur des Films, mit Thomas Karrer. Ich grüße dich. Hallo, guten Abend. Hallo Thomas, schön, dass du mit mir hier im Gespräch bist. Ich sehe auch im Hintergrund wunderschöne Bilder, wohl auch aus der Schweiz, wo du ja gedreht hast. Du hast einen Film gemacht, der mich sehr berührt hat. Ja? Du stellst Heiler vor, die auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen den Menschen helfen. Und es ist ein sehr ruhiger, ein sehr schöner, ein berührender Film daraus entstanden. Vielleicht meine erste Frage, wir werden euch den Film gleich zeigen, beziehungsweise den Trailer. Wie ist dieses Thema zu dir gekommen? Ich wollte einen Film machen, über das man nicht sprechen will und über das man nichts sehen kann. Das kam noch dazu. Es ist eine Heilung, kann man ja nicht einfach so sehen. Mhm. Das hat mich als Filmemacher einfach herausgefordert. Das wusste ich schon 2011. Aber es verging nochmals 3 Jahre, bis ich dann die ersten Aufnahmen begann. Mhm. Okay. Und ging es einher auch mit einem persönlichen Begegnung, einem persönlichen Erlebnis, das dich nochmal stärker mit diesem Thema verbunden hat? Ich arbeite ja eng zusammen mit dem Museum in Appenzell, das sehr viele archaische Themen wie das Räuchern und Rituale, die wir hier haben, für sie umsetze, museal umsetze. Und wenn jemand eine Chance hat, an die Gebetsheiler in Innerrhoden heranzugehen, dann bin ich das. Diese Chance habe ich mir genommen und ich hätte es eigentlich auch geschafft, dass ich einen Gebetsheiler vor die Kamera gebracht habe, der mir mehr erzählt, aber letztendlich habe ich gemerkt, die wollen gar nicht so viel über das reden und sie können auch gar nicht so viel darüber reden, weil sie es von der Tradition überliefert bekommen. Aber dadurch habe ich das Geistheilen kennengelernt. Durch einen Besuch von einer spirituellen oder Frau, die mir an einem Nachmittag beim ersten Meeting selbst in der Not geholfen hat, habe ich am Abend wirklich die Auswirkungen von dieser spirituellen Kraft erfahren dürfen. Und das hat mich überzeugt. Da muss ich dranbleiben, vor allem die Geistheilung. Diese spirituellen Kräfte, die sind enorm gewaltig. Mhm. Schön. Wenn sie funktionieren und wenn sie echt sind, ja. Wunderbar. Und das ist ja eine jahrtausendealte Tradition. Gab es schon immer diese Art von Heilung. Und du hast, wenn ich es richtig gelesen habe, 6 Jahre an diesem Film gearbeitet. Und du hast sozusagen ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Arten und Weisen der Heilung jetzt gezeigt und wunderbare Menschen porträtiert. Und damit ihr so ein bisschen seht, worüber wir sprechen, zeigen wir euch jetzt den Trailer von Zwischenwelten. Viel Freude. Ich habe noch ein bisschen ein Erbstück. Meine Urgroßmutter, da hat mir gesagt, sie habe ein bisschen mehr Sand. Wir sind so aufgewachsen, der Vater hat das gemacht. Viel anders ist es nicht geworden. Ich kann es nicht beschreiben, wo sich die Heilung abspielt. Wie wirke ich denn oder was mache ich denn? Ich habe eine gute Intuition. Ich spüre einfach gewisse Sachen, dass ich mit den Händen nach mir hergegangen bin. Hier und da sehe ich ganze Szenarien vor mir. Aus dem Kanton Zürich bin ich weg, weil damals war das sehr restriktiv. Da habe ich gefunden, dann gehe ich lieber ins Appenzellerland und dass das eine alte Tradition ist. Ich bin Drogistin. Ich hatte das Gefühl, ich muss etwas liefern, damit der andere gesund wird. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die werden nichts und die werden bedürftiger.
Guck's. Wenn die Hauptleitung zu ist, gell? Ja, genau. Ich löse bloß Blockaden lösen. Bis ich kann Licht durch kann, dann weiss ich, sie ist gelöst. Hallen Sie? Ja. Wüsst wieder. Aha. Die grösste Kunst beim Pendeln, präzise Fragen stellen. Nicht irgendwie wischiwaschi, halt nicht. Den Gewissen fangen im Kopf an und vergessen das Herz und das Bauchgefühl. Was ist heilen? Ein reines Herz ist einmal wichtig. Dass man echt helfen will, einfach einmal. Es gibt so viel Kraft, die wir haben, die in uns ist. Ich erlebe so viel Freude, so viel Dankbarkeit. Diese riesige Richtung. Solange es mir gut geht und ich die Kraft habe, dann sage ich danke, dass ich helfen darf. Ja, das ist der Film Zwischenwelten. Der Film lief schon eine Weile im Kino in der Schweiz, nämlich im August, wie ich in einem Vorgespräch erfahren durfte. Und er lief sehr erfolgreich. Wie erklärst du dir das? Das kommt Corona uns sehr entgegen. Denke ich, ganz viele Leute möchten mit ihrer Eigenverantwortung und nicht einfach dem Konsumverhalten, ich gehe zum Arzt und lasse mir alles geben, was mir gut tut, sondern ich möchte mich gesund halten. Ich möchte mich gesund pflegen. Ich möchte meine Immunität selbst stärken. Mhm. All diejenigen, die daran Interessen haben, haben den Film sehen wollen. Also, das sind nicht alle, aber ein Großteil davon, weil ich höre immer noch von den Leuten, ich habe ihn gar nicht gesehen. Und dann muss ich sagen, ja, er lief ein halbes Jahr. Selber schuld. es gab sogar Spontanheilungen während den Kinovorführungen, wo ich selbst dabei war. Wow, ja. Weil ich kann es mir ganz einfach und gut erklären, weil er in die Ruhe, wie er daherkommt und die Intention, in der der Film die Zuschauer berührt, entstehen gemeinsame Schwingungen im Raum, weil alle ähnliche Gedanken haben. Und dass diese Schwingungen können ausreichen, um wirklich irgendjemandem einen Anstoß für eine Selbstheilung zu geben. Mhm. Oder eine Frau hat nur die Situation gesehen, wie Anna den Patienten an der Nase behandelt hat. Und das hat sie dann auch gemacht. Und sie stand am Schluss auf und sagte, ich kann endlich wieder atmen. Ich konnte nicht mehr so gut atmen. Mhm. Das ist möglich. Toll, ja. Ja, so ein Gemeinschaftserlebnis ist eben auch eine besondere Energie, ja, wenn viele Menschen sozusagen sich auch dafür öffnen. Ja, für alle, die den Film damals nicht gesehen haben, jetzt ist er eben auf DVD erschienen und ihr könnt ihn als Streaming in verschiedenen Portalen sehen. Er ist erschienen in der Reihe Mind and Spirit von Polyband. Und ich finde das gut, weil ich muss sagen, mich hat der Film sehr berührt. Und du hast es auch, ich finde es sehr gut, du hast vermieden zu versuchen, das jetzt auch irgendwo wissenschaftlich zu begründen, weil das ist eben auch wissenschaftlich schwer zu beweisen. Die Beweise sind die Menschen, denen geholfen wurde, die geheilt wurden. Und deswegen hast du einen anderen Weg gewählt. Du hast es unterschnitten und ergänzt mit sehr, sehr schönen Bildern aus der Natur, mit zum Teil Makroaufnahmen, mit zum Teil wunderbaren, ich sag mal, atmosphärischen Bildern, die auf einer ganz anderen Ebene auch sozusagen vermittelt haben, ja, die Natur ist wunderschön, sie heilt. Wir wissen nicht wie, aber sich darauf einzulassen, ist auf jeden Fall heilsam. Ja. Wie war denn deine eigene Reise in dieses Thema? Hast du dich auch sozusagen immer mehr eingelassen in eine ganz neue Welt für dich? Ja, das war sehr, sehr, sehr erlebnisreich für mich und meine Frau. Wir haben sehr viel gelernt durch die Arbeit mit dem Film. Ich bin viel ruhiger, gelassener und Perspektiven stärker geworden. Ich habe heute viel mehr
Offenheit. Und was ich vor allem gelernt habe bei jedem Besuch, den Selbsthumor, über sich selber zu lachen. Was wir eins bei den Interviews gelacht haben, und das ist, der Humor ist so etwas Wichtiges, und über sich selber zu lachen und nicht alles ernst zu nehmen, das habe ich auch ganz fest wieder lernen dürfen. Ja. Schön. Ja, man sieht es auch im Film, also gerade Anna Fischer, diese Heilerin, die ist so lustig, wie sie mit ihren lustigen Geräten an den Menschen arbeitet, und zwischendurch lachen beide drüber, also es sprüht über, finde ich wirklich großartig. Was mir wirklich auch gefällt, man sieht, es sind ganz normale, ganz bescheidene Menschen, die sich einfach in den Dienst der Heilung stellen, und sie wirken auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Was mich so zum Teil zum Beispiel fasziniert hat, Beda Rechsteiner, der mit Energiebildern arbeitet. Und der, man sieht es ja auch im Trailer, habt ihr es vielleicht gesehen, der über ein Pendel arbeitet, der Energiebilder herstellt, der schon ungefähr 1700 dieser Energiebilder hergestellt hat, die er sozusagen mit einem Bleistift ganz normal, auf einem ganz normalen Papier malt und sich da scheinbar auch inspirieren lässt und wunderschöne Bilder herstellt. Hast du diese Bilder selbst sozusagen auf dich wirken lassen? Wie hast du diese Bilder empfunden? Also im Original sind sie noch viel schöner, weil er malt diese mit Gold- und Silberstiften. Mhm. Das kann man nicht kopieren. Das lässt sich kein Kopierer, keine Filmkamera kann die Kraft von Gold so schön transportieren, wie es im Realen sind. Wir sind daran, für ihn eine Ausstellung zu organisieren. Oh, schön. Ich denke, es sind mittlerweile 2000 Bilder. Mhm. Mal Peter, der malt praktisch nur noch. Der malt so viel, er hat richtig Gen, das für sich tiefgreifend entdeckt, wie gut es ihm tut. Und er will auch Gutes damit bewirken. Er hat eine große Verwandtschaft zu Emma Kunz. Ja, ja. Eine theosophische Künstlerin, die, glaube ich, in den 20er Jahren sogar schon solche Bilder hatte. Ja, sie lebte bis 65. Sie kam aus dem Nachbardorf, wo Beda. Ach, wie interessant. Mhm. Ja, und also am Schluss, sie kam ins Appenzell Ausserrhoden, weil hier das Gesundheitsgesetz am liberalsten ist und sie alles machen darf. Und das ist zwar heute wieder liberaler geworden, die Politik sieht nicht mehr alles ganz so eng, zum Glück. Obwohl wir haben hier im Appenzell Ausserrhoden die größte Vielfalt an Naturheilpraktiker, weil die dürfen Salben herstellen und verkaufen. Das ist immer erlaubt. Und das sind zum Teil sehr alte Salben. Und da bin ich auch schon im Thema. Ich wollte den Film ursprünglich auch viel politischer und breiter gefächert, eben auch über die Gesundheitspolitik, mit dem Schwerpunkt Schulmedizin oder wissenschaftliche Medizin und Erfahrungsmedizin und die spirituelle Kraft. Aber ich habe dann gemerkt, ja, wenn ich die geistige Welt ernst nehme, dann gibt es keine Wertung. Und ich kann das nicht ernsthaft in einem Film so bewerten. Dann habe ich ganz viel weglassen müssen, was auch okay ist. Was sehr gut ist, wie ich finde, weil dadurch ist der Film wirklich ja wie so eine Erfahrung geworden, so eine innere Reise. Ja. Man spürt richtig so ein bisschen diese Energien, die da sozusagen um die es geht und die ja sozusagen nicht benennbar sind. Man kann sie nicht sehen, man kann sie nur spüren und erleben. Alle diese Heiler sprechen auch von einer geistigen Welt. Fühlen sie sich geführt? Ist es so? Kann man das sagen, dass das ein etwas Gemeinsames ist? Ja, das ist, sie brauchen unterschiedliche Wörter, sei es göttliche Führung, sei es geistige Führung, sei es Geistführer, schamanistische Begleitung, egal, das sind ja nur Benennungen, Orientierungen. Das, denke ich, darf auch jeder
da braucht es die Großzügigkeit. Absolut, ja. Was mir sehr am Herzen gelegen hat, ist, dass der Film nicht ins Esoterische Muster ging, sondern wirklich in der Neutralität ist. Und da habe ich allein für diese Situation mehrere Tonaufnahmen nur vom Sprecher gemacht, bis dass die Neutralität von der Aussage so rüberkommt. Das war sehr anspruchsvoll. Auch die Musik hat, dass es wirklich nicht in die esoterische Ecke gedrückt wird, sondern für jeden einen Zugang behält. Weil eigentlich wäre es einfacher gewesen, im esoterischen Eckbereich zu arbeiten. Ja, ja, die geistige Welt wirkt auch durch dich. Ja, natürlich. Ja. Aber ich wollte den Film für jedermann zugänglich halten. Das war mir wichtig. Ja, und das ist ja wirklich gut gelungen. Ich würde es ergänzen, das ist eine freundliche Neutralität, also keine kalte, das ist ja schon wichtig, so eine Offenheit. Also der Film ist einfach sehr offen, er lädt ein. Und wir haben schon über die Persönlichkeiten gesprochen, das finde ich einfach so schön. Das sind im Grunde grundnormale Menschen, die einfach so mitten im Leben sind, wie wir schon gesagt haben, humorvoll sind, aber halt diese unglaublichen Talente haben. Aber sie strahlen alle auch so eine gewisse Bescheidenheit aus. Ja, sowas wie, ich bin Werkzeug und ich bin wie ein Kanal und zum Teil wird durch mich geheilt. Ja? Also, aber wenn man sie kennenlernt, ist klar, sie können gar nicht anders. Ich vergleiche sie gerne mit den Künstlern. Ja. Die müssen das machen. Also das Spannende ist, wir alle haben diese Gaben, hellsichtig, hellfühlend. Wir kommen so auf die Welt und jeder von uns hat diese Gabe. Nur sind wir dabei, uns diese Gaben abzutrainieren, abzugewöhnen, durch die Schule, durch unser gesellschaftliches und durch unseren gesellschaftlichen Lebensstil. Und auch wenn man die Gabe hat und sich dafür entscheidet, ich nutze diese Gabe und helfe den Leuten, das braucht sehr viel. Das funktioniert nicht mit Ego. Im Gegenteil, das muss das Ego sehr zurückhaltend sein. Und allesamt haben eines gemeinsam, sie haben ein persönliches Schicksalerlebnis oder sind irgendwie einfach aus sich heraus gezwungen, das zu machen. Können gar nicht anders. Sie müssen. Und so haben sie für sich eine Methode entwickelt, wo sie am besten wirken. Aus ihrer Kraft und aus ihrer Person heraus. Und da mache ich den Bogen wieder zu den Künstlern. Die sind ja auch so besessen, dass sie ihrer Arbeit nachgehen müssen, um das zu machen, was sie machen. Ja, und wie schon gesagt, das gab es ja immer schon. Es gab einfach immer diese Heiler, diese Geistheiler, diese Menschen, die mit eben anderen Kräften wirken, um den Menschen zu helfen. Und ich finde auch, dass so ein Film einfach sehr wichtig ist, weil vielleicht siehst du es auch so, die Zukunft der Heilung der Medizin wäre doch eigentlich großartig, wenn solche Heiler mit Ärzten zusammenarbeiten würden, mit Wissenschaftlern, mit Psychologen, wenn da mehr ein Miteinander geschehen würde. Denn heute ist es ja wirklich so, der Mensch, der auf der Suche ist nach Heilung, der muss selber sich informieren. Entweder er geht zum Arzt oder zum Heiler, er muss sich allmählich etwas erarbeiten, damit er irgendwann erkennt, wo muss ich hingehen, was kann ich tun. Siehst du es auch so? Also so ein wirklicher Dialog wäre doch einfach großartig, wenn der immer mehr stattfinden würde. Ja, der findet zum Teil auch statt. Immer mehr junge Ärzte sind sehr offen für diese Gaben und diese Welt. Zudem, ich denke, es ist keine Frage von entweder als auch, sondern es geht nur nebeneinander und die Kraft. Obwohl ich kenne Beispiele aus dem Kanton Glarus, wo sie schon in 1995 bis 2002 mit einer Geistheilerin zusammengearbeitet haben. Aber das war ein Arzt, der Chefarzt da hat mit ihr zusammengearbeitet und der wurde dann pensioniert und kurz darauf wurde sie entlassen.
Ich habe mit Jakob Bösch mehrere Gespräche geführt, aus Basel, einem Psychiater, der immer wieder mit Medien, Januk und anderen zusammengearbeitet hat. Also es gibt pionierhafte Bewegungen, einzelne mutige Vorreiter, die sich sozusagen um diese Verbindung bemühen. Aber es sind ja alles gute Vorzeichen, da hast du recht. Es sind Vorzeichen, aber letztendlich kommt es auf jeden Einzelnen von uns an. Es ist viel mehr Kraft. Ich kann entscheiden, will ich zu einem Arzt oder will ich zu einem Homöopathen oder will ich zu einem Geistheiler? Ist abhängig von der Frage, um was geht es? Wer kann mir da helfen oder eine Unterstützung geben? Ich war auch bei meinem Homöopathen und musste ihm sagen, wir kommen zusammen nicht weit. Und wenn ich ein Auto wäre, ich würde die Garage wechseln. Ich würde ihn selbst nicht mehr da machen. Aber einfach ist das eben nicht. Ja. Er braucht auch mich und meine Unterstützung, um weiterzukommen. Und bei dem Fall kamen wir beide nicht weit. Also, dennoch denke ich, es geht um Eigenverantwortung und nicht um die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen und ach, geben Sie mir tut es da so weh und tut es da so weh, ich brauche Mittel. Das reicht nicht. Ja, oder eben auch nicht zum Heiler zu gehen und zu erwarten, oh, Schwingung möge mir helfen, dann kann ich weitermachen wie bisher. Sondern es hat wohl auch immer mit einem gewissen Bewusstseinsprozess zu tun. Ne? Mit der Erkenntnis, warum bin ich so krank geworden. Das heißt eben Verantwortung, diese innere Arbeit. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Manchmal, es braucht seine Zeit, ne? Bis man gewisse Prozesse, Bewusstseinsveränderungen vollzieht, um dann wirklich gesund zu werden, oder? Ja, Krankheit ist grundsätzlich ja nicht schlecht. Sondern es ist eine Art und kann ein Helfer sein, um etwas in einem hervorzubringen, um ein Thema zu machen. Und ja, sag mal, in welchem Spital wird man wirklich gesund? Also ich kenne kein Spital, außer da unser Haus, wo man gesund wird. Aber ins Spital gehe ich nicht hin, um gesund zu werden. Gesund werden hat mit der eigenen Immunstärke zu tun. Und da bin ich einzig enttäuscht von der Situation über Corona, dass darüber nicht gesprochen wird. Es geht vor allem darum, seine eigene Immunstärke zu stärken. Und was heißt das? Das ist Seele, Geist und Körper zu pflegen, gut zu halten und ein Gutes zu tun, sodass es dass man sich auch stärkt und Abwehr schafft. Ja, absolut. Das zeigt eben schon, dass wir noch in einem sehr materialistischen Denken verhaftet sind. Ne? Dieser eine Virus, der ist gefährlich, der kann nur mit Chemie bekämpft werden. Während, wie du schon sagst, wir für Körper, Geist und Seele so viel tun können, um gesund zu werden und gesund zu bleiben. Ja, du hast wirklich 6 Jahre an diesem Film gearbeitet, wie ich gehört habe. Das heißt, dass du wahrscheinlich auch viel Zeit gebraucht hast, um dich diesen Menschen, diesen einzelnen Persönlichkeiten zu nähern. Magst du uns mal mitnehmen auf eine Reise zu einem Heiler oder einfach, wo man so ein bisschen erleben kann, wie hast du dich diesen Menschen genähert? Und du hast ja dann sehr intim auch bei Heilungsprozessen mitfilmen dürfen. Das ging ja wahrscheinlich auch nicht von einem Tag auf den anderen, dass das Vertrauen dann schon da war. Ja, sie haben die Gelegenheit, mich zu prüfen, sei es mit dem Pendel oder nachzufahren. Ja, ja, ja. Es gab mehrere Episoden. Eine ist zum Beispiel Beda. Beda habe ich telefonisch nachgefragt, weil ihn erreicht man nie. Er hat immer den Beantworter drin. Mhm. Außer man sagt, ich bin Thomas Caro, hallo. Und hat eine enge Beziehung geschaffen. Dann nimmt das Telefon direkt ab. Aber ich habe ihn dann gefragt, ich würde gern mit ihm etwas plaudern. Und das Wort plaudern hat ihm nicht gepasst. Er will nicht plaudern. Er will reden. Da habe ich viel gelernt, zum Beispiel, sich klar, präzise auszudrücken. Das lernt man sowieso, wenn man den Pendel fragt, geht es um präzise Fragestellungen. Das ist eine kleine Episode. Oder eine andere Episode war bei André.
in Heiden, der hatte so eine kleine Praxis und bei den meisten der Heiltätigen ist es ästhetisch nicht besonders schön eingerichtet, weil das liegt ihnen nicht so an Bedeutung. Es sind da einfach Praktiker, die arbeiten wollen, helfen, fertig. Ja. Aber man merkt, sie sind in einer anderen Welt und es, als Filmer schaut man noch schnell, wie ist der Raum, wo kann ich was filmen, und das hat mich sehr herausgefordert. Bei anderen musste ich sagen, ich kann nicht filmen bei dir. Und so sind wir ausgewichen im Schwarzwald in das Camp, wo wir ihn dann während 3 Tagen habe ich ihn dort besucht und begleitet, und das war mit, sie haben unterdessen gewechselt, aber es war ein Camp, wo eigentlich nur noch Menschen hingehen können, die therapeutisch zu Ende, also austherapiert sind, medizinisch austherapiert, denen man nicht mehr helfen kann. Die finden da Zugang, um Geistheilung und andere Methoden innerhalb von einer Woche zu erfahren. Mhm. Da habe ich ein leicht besseres Zimmer gefunden für seine Arbeit. Und war eigentlich sehr beeindruckend für mich, das auch mitzuerleben. Mhm. Und das andere ist, 9 Monate sind allein verstrichen für die Aussagen von Franz Kreisel, bis ich den gefunden habe. Weil auch ich ticke wie jeder Filmemacher. Ich wollte eine Genforscherin als Gegenstück dazu nehmen. Wie sieht sie die Situation? Wie forscht sie ihr Leben? Sie hat mir nie zurückgerufen. Sie hat nie Kontakt aufgenommen mit mir. Dann hatte ich Christine Mann am Draht als Philosophin. Und letztendlich hat bei ihr den Titel Zwischenwelten abgeschreckt. Ja, sie wolle nicht mitmachen, es ist zu esoterisch. Habe ja Einblick in die Arbeit gewährt, aber sie wollte nicht. Und letztendlich hat mir auch der Bischof bei uns kein Besucherlaubnis erteilt, und aber ein Glaubensmensch aus dem Bistum. Und das war 9 Monate gegangen, und ich habe mit Franz Kreisel so eine feine Person, der so gute Gedanken über den Glauben in den Film reinbringt. Ja. Aber diese 9 Monate zu verstreichen, das hat sich gelohnt, weil ich bin durch das weitergekommen. Mhm. Und der Film hat mehr gewonnen als die 9 Monate. Ja. Aber du hast immer an den Film geglaubt, oder? Oder ja. Gab es dann schon? Ja. Was? Klar gab es mal Zweifel und ja. Streit um, man darf keinen Film machen mit mehr als 3 Protagonisten. Das kennst du nicht. Ja, da gibt es ja sogenannte Regeln. Ja. Da geht es um die Vielfalt. Das ist so wichtig. Ja. Eine weitere faszinierende Persönlichkeit, der war auch schon bei uns im Studio, ist Gerhard Knügel, ne? Der Aura-Chirurg, ja? Der anhand eines Skelettes herumhantiert und der Mensch, der daneben sitzt, sagt, oh, da tut's weh. Und dann, es ist faszinierend, natürlich für die Kamera herrlich einzufangen. Da sieht man auch wunderbare Szenen. Gerhard Knügel ist, glaube ich, ein bisschen offener schon für Medien. Oder hat es da auch eine Weile gedauert? Bisher so offen und auch so eloquent wunderbar erzählt in dem Film. Ich habe ihn erst bei der Filmpremiere bei hier im Haus wirklich kennengelernt. Ah, okay. Das ist ein feiner Kerl. Ja. Was er gerne Witze erzählt und persönlich und Handorgel spielt. Aber ich habe ihn nur auf der nüchternen, sachlichen Seite in seiner Praxis erfahren. Mhm. Es waren gar nicht so viele Besuche, aber er traute mir und er war sehr redselig. Er hat auch noch mehr, ja, er hat auch
viele Sachen, Fragen gestellt von der Schulmedizin, das jetzt gar nicht im Film vorkommt. Ist auch nicht so wichtig für diese Welt. Aber ich habe ihn wirklich tief im Herzen schätzen gelernt. Mhm. Privat. Und andere haben sich gleich von Anfang an offen, herzig. Aber das sind wir Menschen ganz unterschiedlich. Mhm. Das ist normal. Absolut. Ja. Vielleicht nochmal eine allgemeine Frage, wenn ihr jetzt dieses Interview seht, ihr Lieben zu Hause, dann vielleicht sucht ihr auch einen guten Heiler. Ja? Und wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, es gibt eigentlich sehr viele Heiler und Menschen, die auf andere Art und Weise den Menschen helfen. Aber wie finde ich überhaupt einen guten Heiler? Was kann ich da tun? Wie kann ich das so ein bisschen unterscheiden? Ja, das ist ganz einfach. Das Gesetz der Resonanz funktioniert. Indem dass ich empfehle keinen einzelnen Heiler, sondern immer verschiedene. Und das ist heute durch das, dass die meisten auch eine Webseite haben, einfach geworden. Und jeder muss für sich aus dem Weg von der Sympathiefindung oder was mich anspricht, was mein Bauchgefühl sagt, entscheiden. Mhm. Mal nur es funktioniert nur von einer Person auf die andere und nicht über ein Dreieckverhältnis. Das geht bei Mutter. Mutter mit Kind, das würde gehen. Eine Mutter darf ihr Kind behandeln lassen, ohne dass das Kind. Aber ich kann niemand zwingen und ich kann auch niemand fremd behandeln lassen, ohne dass der das weiß und einverstanden ist und ist immer noch besser. Er geht selbst und ist noch besser. Er entscheidet sich für den Therapeuten oder für die Heiltätige. Mhm. Wunderschön. Ja, also ich finde, dein Film öffnet so ein bisschen dieses Bild, dass wir natürlich immer auch mit anderen Dimensionen verbunden sind, dass wir mit der Natur verbunden sind. Also ich finde, er erweitert eigentlich einfach den Fokus. Und ein Zitat aus dem Film fand ich sehr bemerkenswert, weil man trennt es ja oft immer noch, wie wir vorher auch gesagt haben, es gibt die Schulmedizin, es gibt die Heiler, aber jeder Mensch guten Herzens heilt eben auch auf seine Art und Weise, egal wo er ist und was er tut. Und das Zitat, ich weiß nicht mehr, wer es ausgesprochen hat, hat gesagt, ein Arzt, der seine Patienten in Liebe heilt, geht in Richtung Geistheilung. Das fand ich total berührend. Das war André, ja. Und er sagt auch, eine Mutter ist eine Art Heilerin, die ihr Kind in die Hand nimmt und tröstet. Ja, wo beginnt das Heilwesen? Indem man es als Wohlbefinden erlebt. Ja, wunderbar. Ja, liebevoll einen Menschen zur Umarmung. Ja, das war auch während Corona sehr schwierig und das durften wir alle erfahren, was das eigentlich bedeutet. Ja. Schön. Ich würde sagen, jetzt haben wir einen guten Bogen geschlagen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für dieses Gespräch. Zwischenwelten, unterschiedliche Wege des Heilens, erschienen bei Mind and Spirit, wie gesagt, auf DVD erhältlich und jetzt in vielen Streaming-Portalen und vielleicht ja auch nochmal in dem einen oder anderen Kino. Thomas, Karra, ich danke dir fürs Gespräch. Alles Gute dir, alles Gute euch und viel Freude mit dem Film Zwischenwelten. Ich kann ihn sehr empfehlen. Danke, Thomas. Alles Gute. Alles Gute, ja. Danke.